Herausforderung der Medienunternehmen besteht darin, ihre rückgehenden Umsätze mit alternativen Geschäftsmodellen zu substituieren. Es ist so, dass diese neuen Geschäftsmodelle eigentlich immer mit irgendwelchen agilen Applikationen oder Webseiten, Online-Präsenzen zusammenhängen. Und um diese Applikationen zu erzeugen, um das für ihre Kunden auch möglichst schnell, auch in sehr schnellen Zyklen zu aktualisieren, geht man ja auf immer agilere Entwicklungsmodelle. Und das ist auch in der Medienbranche der Fall. Das heißt, da ist sowas wie ein Software-Defined Data Center oder eine agile Entwicklung auf einer Mo2-Plattform schon täglicher Standard. Ich glaube, dass es nur eine Frage der Zeit ist, eine Frage einer sehr kurzen Zeit, bis diese Entwicklungen sich in anderen Branchen genauso fortsetzen und wir dort dasselbe sehen. Und dann haben wir hier, beginnend mit ersten Beispielen aus der Medienindustrie und mit Lösungen, die wir dort entwickelt haben, eigentlich genauso Vorgehensmodelle und Lösungen für die Kunden, um dort sich entsprechend zu entwickeln und auch weiterhin erfolgreich am Markt zu sein. Also die Produkte von VMware zeichnen sich dadurch aus, dass es erstmal Software ist, die funktioniert, und das eigentlich schon von Anfang an. Wir setzen die Software schon seit über 10 Jahren ein, auch in unterschiedlichen Entwicklungsstufen. Das ist für uns das Wichtigste. Wir brauchen funktionierende, stabile Plattformen für unsere Kunden. Und das zweite wichtige Thema ist für mich, dass der Softwarepartner oder ein strategischer Partner den Innovationsweg mitgeht. Und das passiert tatsächlich. Also mit den ganzen Themen, die wir jetzt haben, Hybrid-Cloud-Szenarien, Scale-Out-Szenarien in Public-Cloud, alle das finden wir wieder. Und natürlich selbst entwickelt vom Partner und von unserem Softwarepartner. Das unterstützt uns optimal auch in unserer eigenen Entwicklung und in den Entwicklungen für unsere Kunden.